Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich möchte euch grüßen mit dem Wochenspruch: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ich denke, hin und wieder merken wir sehr wohl die Werke des Teufels und sollten wissen, dass der Herr Christus ihm wehrt. Und im Evangelium werden wir heute hören: Satan, hebe dich hinweg von mir. Das ist ein gutes Wort. So, herzlich willkommen. Wenn jemand hier zu Besuch ist, so bitten wir, sich ins Gästebuch einzutragen. Frau Sommerfeld, hello. Happy birthday. Ja, das erinnere ich immer gängig dran, das ist nämlich auch der Geburtstag von Benjamin. Ja, da können wir doppelt feiern, nicht? Ja. Am letzten Sonntag waren wir ja nicht da, und da hat Herr Küster, wie mir gesagt wurde, eine gute Predigt gehalten. Und da die diesmal aufgeschrieben ist, haben wir sie abgezogen. Wenn jemand eine Kopie haben möchte, dann liegt die hinten und dann kann man die sich mitnehmen, und wer keine mehr abkriegt, der kann mir das sagen, dann machen wir noch was. In dieser Woche in unserer Gemeinde, oh, eine Menge geht los. Wieder Decken nähen am Montag, also morgen um 10 Uhr, am Dienstag und am Donnerstag Vorschule, am Dienstagabend ist deutsche Passionsandacht, und zwar um 7 Uhr für eine halbe Stunde, und anschließend um 7.30 Uhr ist Chorprobe. Am Donnerstagmorgen ist Mütterkreis, Mother's Morning Off, abends Konfirmandenstunde um 7 und anschließend um 8 Uhr englische Passionsandacht. Nächsten Sonntag Gottesdienste zur gewohnten Zeit. Es hat dem Herrn über Leben und Tod gefallen, aus unserer Mitte abzurufen unsere Schwestern Philippine Obst und Freier Laugner. Die Trauerfeier für Frau Obst war gestern hier in der Kirche, und wir möchten allen Angehörigen, allen Freunden noch einmal unsere Anteilnahme aussprechen. Wir danken auch für die Blumen, die von dieser Beerdigung geblieben sind und heute den Altar schmücken. Die Trauerfeier für Freier Laugner, die im Alter von 81 Jahren heimgegangen ist, wird im Shepherd Care Center in der Kapelle gehalten werden, weil sie dort eine längere Zeit war und viele der Residents dort teilnehmen möchten und sonst nicht die Möglichkeit haben. Die Trauerfeier für Freier Laugner wird morgen gehalten um 1 Uhr Shepherd Care Center Millwoods. Auch diesen Angehörigen unsere herzliche Anteilnahme. Und nun wollen wir den Gottesdienst beginnen mit dem ersten Lied, Nummer 450, Morgenglanz der Ewigkeit.
Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, damit er des Teufels Tyrannei wehre und uns wieder den bösen Feind schütze. Wir bitten dich, erhalte uns in aller Anfechtung und gib uns deinen Heiligen Geist, was wir den Satan in die Flucht schlagen und den Sieg über ihn davontragen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Erste Lesung für diesen ersten Sonntag in der Passionszeit finden wir aufgeschrieben im ersten Buch Mose im zweiten und dritten Kapitel. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon issest, musst du des Todes sterben. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß, und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Hier endet die erste Lesung. Und die zweite Lesung ist aus dem 5. Kapitel des Römerbriefes. Die Verse 12 bis 19.
Deswegen, wie nun durch einen Menschen die Sünde ist in die Welt gekommen und der Tod mit der Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam, aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht zugerechnet. Gleichwohl herrschte der Tod von Adam an bis auf Mose und über die, die nicht gesündigt haben, mit gleicher Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild des, der kommen soll. Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn an einer Sünde viele gestorben sind, so ist vielmehr Gottes Gnade und Gabe vielen überschwänglich widerfahren durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Und nicht ist die Gabe so gekommen, wie durch den einen Sünder das Verderben, denn das Urteil hat aus des einen Sünde geführt zur Verdammnis. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn um des einen Sünde willen der Tod geherrscht hat, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche empfangen die Fülle der Gnade und die Gabe zur Gerechtigkeit, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Wie nun durch eines Menschen Sünde die Verdammnis über alle gekommen ist, so ist auch durch eines Menschen Gerechtigkeit die Rechtfertigung zum Leben für alle Menschen gekommen. Denn gleich wie durch eines Menschen Ungehorsam viele zu Sündern geworden sind, so werden auch durch eines Menschen Gehorsam viele zu Gerechten gemacht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Lebensweg. Halleluja. Lasst uns nun singen. Ein feste Burg ist unser Gott, Nummer 362. Für diesen Sonntag finden wir aufgeschrieben im Evangelium des Matthäus im 4. Kapitel am Anfang. Da war Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die oberste Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht ja geschrieben, er wird seinen Engeln über dir Befehl tun, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen.
Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, hebe dich hinweg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott deinen Herrn und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Dies ist das Evangelium des Herrn. Da sprach Jesus zu ihm, hebe dich hinweg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Herr Gott, himmlischer Vater, dass du uns doch öfter solchen Mut schenkest, dem Bösen zu widerstehen ins Angesicht und es in die Flucht zu schlagen, wie dein Sohn es getan hat. Dass wir uns nicht das Herz und den Sinn vergiften lassen durch seine bösen Einflüsterungen. Herr Gott, öffne unsere Herzen zu dir, dass wir dein Wort aufnehmen, wie die Pflanzen den Morgentau aufnehmen. In Jesu Namen. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, heute will ich etwas sagen über die Freiheit. Viele unter uns haben in Unfreiheit gelebt, nicht wahr? Durch Kriegszeiten, heißen Krieg und kalten Krieg, das war das meiste in unserem Leben. Und dann sind wir hier in das Land gekommen, der unbegrenzten Möglichkeiten und der großen Freiheit, die schon damit kommt, dass das Land so groß und so weit ist und Menschen sich auch aus dem Wege gehen können und nicht so eng aufeinander hocken. Wir haben dann alle erlebt den großen Augenblick, als der Kalte Krieg zum Ende kam. Nun beinahe 10 Jahre zurück. Und da geschah es damals, dass in Prag die Menschen zusammenkommen, nachdem der eiserne Vorhang hochgegangen war und jetzt plötzlich die Freiheit da war, da haben sich alle versammelt zu vielen Tausenden auf dem Wenzelsplatz und haben da gesungen, Friede soll herrschen über diesem Land, Hass und Neid und Streit und Unruhe sollen verbannt werden, verbannt sie, das war beinahe eine Nationalhymne für die Leute. Das haben sie immer wieder gesungen im Chor. Verbannt Hass und Neid und Streit. Frieden soll über diesem Land herrschen. Und als sie dort gefeiert haben auf dem Wenzelsplatz, da trat ein Tscheche an einen Reporter von der New York Times heran und sagte, ihr in Amerika habt die Freiheit schon für viele Jahre, solange ihr denken könnt. Wir haben sie erst für 4 Wochen. Aber ich sag Ihnen, ob wir nun Amerikaner sind oder Tschechen sind, ob wir die Freiheit 4 Wochen haben oder 1 Jahr lang oder viele Jahre,
Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was machen wir mit der Freiheit? Meine lieben Freunde, Freiheit entscheidet sich nicht daran, ist nicht ein Zustand, in den man hineingerät, sondern Freiheit entscheidet sich daran, was die Gesellschaft aus der Freiheit macht. Freiheit entscheidet sich daran, was jeder Einzelne in der Gesellschaft aus der Freiheit macht. Es ist keine Wundermedizin, als würde der Mensch plötzlich besser daran sein, wenn man ihm alle Grenzen wegnimmt und sagt, unbegrenzte Möglichkeiten. Der Mensch kann gerade dann, wie man das ja Nordamerika sieht, zur Hyäne werden, wo einer des anderen Fell fressen will. Freiheit ist keine Wundermedizin, sondern die tägliche Herausforderung, dass der Mensch Entscheidungen trifft und das Leben seiner Mitmenschen und sein eigenes Leben verbessert. Es hat einmal ein Professor der Psychologie, wenn er seine Vorlesung gehalten hat, immer einige Fragen seinen Studenten gestellt. Die Fragen waren diese: Wer unter euch wird einmal ein großer Schriftsteller werden? Wer unter euch wird einmal ein großer Heiliger werden? So wie Franz von Assisi. Wer unter euch wird einmal ein großer Humanist und Menschenfreund werden, so wie Albert Schweitzer? Dann haben die Studenten immer weggeguckt, so wie manche jetzt von euch, und haben den Kopf geduckt, haben ein bisschen gechuckelt, ein bisschen gegiggelt und gelacht. Denn keiner dachte, er würde wohl ein großer Heiliger oder ein großer Menschenfreund oder ein großer Schriftsteller werden. Und dann hat der Professor gesagt, lacht nicht. Das ist keine leere Frage. Ich meine es ernst. Wer von euch wird der nächste große Heilige werden, wenn nicht ihr? Wer sonst? Meine lieben Brüder und Schwestern, wir beginnen die Passionszeit heute. Die Passionszeit ist eine ernste Zeit, in der Menschen ihr Leben wieder neu ausrichten. In früheren Zeiten hatte die Passionszeit zwei Einheiten. In den letzten drei Wochen hat man die Leute, die zur Taufe kommen wollten, auf die Taufe vorbereitet. Und wenn es kleine Babys waren, dann hat man die ganzen Familien auf die Taufe vorbereitet während drei Wochen. In den ersten drei Wochen aber hat die Kirche sich damit beschäftigt, dass sie die Sünder, notorische Sünder in der Gemeinde, die gibt's ja immer, durch die Buße wieder in die christliche Gemeinschaft eingegliedert hat. Ich habe da ein Erlebnis zu erzählen. Als ich Student war in Berlin, da habe ich mich einer Gemeinde in der Nachbarschaft angeschlossen. Diese Gemeinde war buchstäblich auf den Trümmerhaufen der zerstörten Stadt entstanden. Sogenannte Berliner Trümmerfrauen hatten da Wochen und Monate zugebracht und Steine geputzt, den Kalk abgehackt und haben die Steine aufgeschichtet und die Fläche breit gemacht und dann haben sie die Fundamente für eine neue Kirche gebaut. Oh, diese Frauen hatten kein Make-up, nur den Staub von jenem Kalk und den Trümmern, die sie geputzt haben. Einfache Leute, war ein Arbeiterdistrikt. Und dann haben sie da auf das Fundament und den Sockel vielleicht einen Meter hoch, haben sie eine Holzkirche gesetzt, die ihnen von Skandinavien gestiftet wurde. Und die Gemeinde hat eine Erweckungsbewegung erlebt.
Die Menschen sind durch dieses gemeinsame Arbeiten und sich Aufrappeln von den Trümmern der Stadt ganz neu angerührt worden und wurden eine ganz lebendige Gemeinde. Und die hatten einen eigenartigen Brauch. Ganz vorne in der Kirche, für alle sichtbar, dort, wo auch die Orgel an der Seite stand, da stand eine extra Bank. Die hatte keine Lehne, die hieß die Bußbank. Und zu bestimmten Zeiten des Jahres, besonders aber in der Passionszeit, sah man vorne auf der Bußbank einige hartgesottene Sünder sitzen. Die wurden nicht etwa vom Pastor oder dem Kirchenrat dorthin geschickt, die gingen alleine dahin. Da saß einer, der ein gewöhnlicher Alkoholiker war und gewöhnlich betrunken und zu Hause Lärm machte. Da saß eine Frau, die ihre Kinder nicht recht erzog und verlottert war. Und da saß auch, ich erinnere mich, ein etwas wohlhabender Herr, von dem man sagte, er sei durch den Schwarzhandel zu etwas gekommen. Leute setzten sich da vorne hin, um ernsthaft Buße zu tun. Nun, ich lebte damals bei einer Wirtin, die liebe alte Frau Bading. War eine einfache Arbeiterfrau, ihr Mann hatte bei der Bahn gearbeitet und war schon lange tot und sie lebte im vierten Stockwerk und vermietete mir ein Zimmer. Sie war klein und ein bisschen dicklich und hatte silberweißes Haar und war schon dicht an die 80. Und sie ging jeden Sonntag zur Kirche und brachte auch sonst die Tage fast immer in der Kirche zu. Sie saß hinten an der Tür und hielt die Wache, damit die Kirchentür offen bleiben könnte, so dass Menschen während des Tages konnten hereintreten und eine Andacht haben, ihr Gebet sprechen oder auch zuhören, wenn der großartiger Organist auf der Orgel spielte oder auch mit dem Pastor sich unterhalten. Frau Bading war angesehen in der Gemeinde wie eine Heilige und am Sonntag natürlich, da ging sie zur Kirche und da ich Theologiestudent war, ging ich mit ihr. Ich habe mich nie recht wohl gefühlt, neben einer alten Frau zur Kirche zu gehen. Ich war 19 Jahre, wer möchte das, aber na ja. Und dann in der Kirche haben wir da gemeinsam nebeneinander gesessen. Ich dachte, dann lernst du gleich ein Pastor zu sein. Das musst du nachher immer machen. Wie war ich aber erstaunt, als an einem Sonntag spät im Februar, es war gewiss der erste Sonntag der Passionszeit, Frau Bading nicht neben mir Platz nahm, sondern einfach weiter nach vorne ging und sich auf die arme Sünderbank setzte. Die Frau mit dem Heiligenschein, die sie alle als einen Heiligen in der Gemeinde angesehen haben, die ihre Tage zubrachte im Haus Gottes, die gewiss keine Fliege etwas zuleide tun konnte, die ging da vorne und setzte sich, wo die Sünder sitzen. Und es hat mir eine Weile genommen, bis ich das verstanden habe. Denn in der Heiligen Schrift sagt's, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Sünder sitzen. Aber dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann habe ich von dieser Frau mehr gelernt, als von irgendeinem meiner Professoren, die großartig und stundenlang reden konnten. Denn der Herr Jesus Christus hat das auch so gemacht. Er ist auf den Weg der Sünder gesessen und hat seine Haut zu Markte getragen für sie. Damit die Sünder nicht isoliert seien und nicht alleine, damit einer da sein und sie schütze und für ihre Vergebung sorge und sie heile. Jesus hat uns die Frage gestellt, wollt ihr oder wer von euch möchte ein großer Heiliger werden?
Er lebt nur einmal in dieser Welt. Warum nicht richtig leben? Warum nicht ganz leben? Warum nicht alles dran geben? Wer möchte ein großer Heiliger werden? Und möchte sein, wo er gebraucht wird, wo die Sünder sitzen und die im Elend sind. Wer sonst, wenn nicht ihr? Da gibt es ein schönes Buch, das der Titel im Englischen heißt Fearfully and Wonderfully Made. Es ist geschrieben bei einem Surgeon, Dr. Paul Brand. Und Dr. Paul Brand schreibt in diesem Buch, dass von allen Organen des menschlichen Körpers die Haut vielleicht das wichtigste Organ ist und gleichzeitig am leichtesten verletzlich. The most sacrificial organ. Die Haut muss alle inneren Organe schützen. Ziehst du dem Hasen das Fell über die Ohren, ist er tot. Und verlierst du deine Haut durch Brand oder sonst andere Verletzungen, kannst du nicht lange überleben. Die Haut ist dafür da, dass der Körper sich nicht zu sehr erhitzt, zum Beispiel. 7 oder 8 Grad Temperaturanstieg würde die meisten Organe kaputt machen. Wir nennen das hohes Fieber. So wenn der Körper durch Arbeit oder durch äußere Wärme zu heiß wird, dann schickt der Körper ganz schnell Flüssigkeit zur Oberfläche. An einem heißen Sommertag bis zu 2 Gallonen Flüssigkeit, die auf dem Körper verdampfen. Sogar das Blut wird in die Haut hineingebracht. Du wirst dann rot und das kühlt auch den Körper ab, damit die Organe geschützt sind. Und ihr denkt einmal, wie viel Missbrauch die Haut erfährt. Wir wissen das ja, wenn wir jetzt vor den Spiegel gehen und sehen, ach, so lange haben wir uns in die Sonne und ins Wetter gesetzt, damit wir ein bisschen braun werden und jetzt haben wir die Flecken drauf, nicht? Und die Runzeln. Und wenn einer mal geschlagen worden ist oder hat sich sonst verletzt, er weiß, wie viel die Haut nehmen muss, wie sie vernarbt, wie sie manchmal blauge ist und die Haut nimmt den meisten Missbrauch und Abuse, damit sie die inneren Organe schützt. Dann heißt es in der Bibel, die christliche Gemeinschaft ist der Leib Christi. Und man kann das wohl in einem größeren Sinne fassen und sagen, diese Welt, die Gott geschaffen hat, ist der Leib Christi mit vielen wunderbaren Organen. Ihr, die inneren Christen, die zum Kern der Kirche Christi gehören, ihr seid die Haut. Wenn wir wollten, alle innere Organe sein, alle nur das Herz, diese Welt könnte nicht leben. Diese Welt braucht Menschen, die ihre Haut zu Markte tragen und die das Risiko eingehen, dass sie blaue Flecken davon tragen und schwere Schrammen und Wunden. Ihr seid die Haut. Da sind all die Organe in der Gesellschaft, da sind die Kirchen, da sind die Schulen, da sind die Parlamente, da sind die Kindergärten, da ist the City Hall. All die Organe, die die Gesellschaft zusammenhalten, wunderbar, wenn sie aber nicht geschützt werden. Von denen, die eintreten für das, was recht ist und für das, was barmherzig ist. Wie sollte diese Gesellschaft überleben? Ihr seid die Haut.
Und dann erzählt jener Dr. Brandt, dass er einmal in Pakistan gewesen sei, um eine Nonne zu besuchen, eine Frau Dr. Pfau. Und ihre Adresse war irgendwo außerhalb der Stadt Karachi. Und er folgte den Directions, die sie ihm gegeben hatte. Und er kam in eine Gegend, wo der Gestank immer schlimmer wurde. Schließlich war der Geruch so, dass ihm die Nase gebrannt hat. Er sagt, man konnte sich gegen den Geruch schon anlehnen und wäre nicht umgefallen. Dann war die Luft voller Fliegen und das hat gesummt und dann sah er gegen das Meer zu einen riesengroßen Abfallhaufen, einen Garbage-Dump. Und als er dichter herankam, konnte er sehen, wie Menschen über diesen Garbage-Dump gekrochen sind. Und diese Menschen sahen ganz furchtbar aus. Sie hatten abgefressene Gliedmaßen, sie hatten Wunden, Sores über den ganzen Körper. Es waren Leprakranke, die aus der Stadt verbannt waren. Und über 100 von ihnen hatten ihr Haus dort auf dem Damp eingerichtet und lebten mit den Fliegen und mit den Ratten und in dem Gestank. Und dann sah er direkt neben dem Haufen eine kleine hübsche Baracke, ein Holzhäuschen. Und er trat hinein und sah dort Frau Dr. V. sitzen. Sie hatte alles fein geordnet und zeigte ihm die Files von jedem ihrer Patienten, derer, die da draußen auf dem Abfallhaufen rumkrochen, und zeigte ihr, was sie ihnen geben kann und tun kann und wie sie verbindet und was sie auf die Haut schmiert. Sie war einfach da. Welch ein starker Kontrast. Hier diese furchtbare Not und hier jemand, der einfach da ist, fein säuberlich, wie eine gepflegte Haut, da ist und denen bezeugt, dass sie geschützt sein sollen, dass sie nicht vergessen sind. Da sein wie jemand, der einem, dem die Haut voll Blisters ist, mit einer großen Flasche von Lotion kommt und ihnen einreibt zur Linderung. So war diese Frau da mit einem großen Vorrat an christlicher Liebe. Und er sagt, da habe er gelernt, was es heißt, dass man seine Haut denen gebe, die keine mehr haben. Jeder von uns, meine Brüder und Schwestern, hat eine Chance im Leben, etwas mit seinem Leben zu tun. Du kannst heute noch ein großer Heiliger werden. Jeder von uns hat die Chance, sein Leben zu führen nach den Geboten Gottes und nach seinen Verheißungen. Jeder von uns hat die Chance, die Worte ernst zu nehmen, die Jesus gesagt hat, und nicht dabei den Kopf einzuziehen und zu gickeln wie jene Studenten. Es sind keine leeren Fragen, die der Herr uns stellt. Er meint es ernst und er sagt, wer sonst, wenn nicht du? Als Jesus seinen Weg zum Kreuz angetreten hat, das wissen wir alle, hat er seine Haut buchstäblich zu Markte getragen. Und wir sehen ihn am Ende zerschunden und geschlagen, voll mit Blut und Schweiß, wie eben Haut ist. Und er hat das getan für dich und für mich, die wir alle müssten auf der Sünderbank sitzen, hartgesottene Sünder, die die Fragen, die Jesus uns stellt, mit Achselzucken ablehnen. Und als Jesus auf diesen Weg getreten ist, zum Kreuz zu gehen, im Gehorsam seine Haut zu Markte zu tragen, da kommt der Versucher und tritt an ihn heran und möchte ihm sagen, tu doch nicht, was Gott will, dass du tun sollst. Du kannst ein einfacheres Leben haben. Lass andere ihre Haut zu Markte tragen. Dreimal wehrt der Herr den Versucher ab und als schließlich
der Versucher ihm alle Reiche und allen Reichtum der Welt zu Füßen legt und sagt, das kannst du haben, wenn du nur mich einmal anbetest. Da schlägt Jesus ihn in die Flucht und sagt die berühmten Worte, herrliche Worte, hebe dich hinweg, back off, Satan. Und wer so dem Teufel begegnet, den wird er verlassen und die Engel werden kommen und ihm dienen. Meine Freunde, die Entscheidung liegt bei uns. Was willst du sein? Willst du Haut sein? Willst du schützen? Es ist etwas Furchtbares mit uns Menschen. Wir sehnen uns immer wieder in den Mutterleib zurück. Wir wollen geschützt sein, eine schöne Pension haben, ein nettes Haus haben. Wir wollen immer diese kleine Shell haben um uns herum. Wer möchte hinausgehen und Haut sein? Ihr könnt Heilige, ihr könnt große Humanisten, berühmte Schriftsteller werden. Wer sonst? Wenn nicht ihr. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Berechnung und Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns nun singen das Lied Ich weiß, mein Gott, das all mein Tun, Nummer 497, und wir geben unser Opfer. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, barmherziger Vater, wir loben und preisen dich, dass du uns durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, zum ewigen Leben berufen hast. Wir danken dir, dass du uns dein heiliges Wort auch jetzt hast verkündigen lassen.
Wir bitten dich, erhalte uns und unseren Nachkommen die reine Predigt deines Wortes, den rechten Gebrauch der Sakramente. Segne alle, die zur Leitung der Kirche berufen sind. Gib uns Hirten und Diener nach deinem Herzen. Beschirme unser Land mit all ihren seinen Institutionen. Gib unserer Regierung Weisheit und Gerechtigkeit. Segne diese Stadt und alle, die darin wohnen. Walte mit deinem Frieden in unseren Häusern, heilige die Ehen, gib Eltern und Lehrern Gnade und Weisheit zur Erziehung der Kinder. Fördere alle ehrliche Arbeit in Haus und Beruf. Tröste alle Witwen und Waisen, alle Armen und Alten, Kranken und Angefochtenen. Hilf einem jeden in seiner Not. Gib, dass wir leben in deiner Furcht, sterben in deiner Gnade, ruhen in deinem Frieden, auferstehen in deiner Kraft und darauf das ewige Leben ererben. Um deines lieben Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus willen, welchem mit dir und dem Heiligen Geist sei Lob und Preis, Ehre und Herrlichkeit jetzt und immerdar. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld.